Haben Sie schon mal einen Heli gesehen wie den, der uns gejagt hat? So einer kostet knapp 15 Millionen Dollar. Mann, Terrorismus ist lukrativ. Vielleicht haben die einen Ölbaron, der sie finanziert. Ölbaron? Wissen Sie, wo ich herkomme, glauben die Leute, dass die Amis für die meisten Probleme verantwortlich sind. Ja, klar. Amerika ist immer an allem schuld. Wir sind nicht die Bösen, Jake. Diese Terroristen haben auch auf unser Land Biowaffen losgelassen. Also geht die ganze Welt in Wacht. Und Sie sind der Einzige, der sie retten kann. Großartig. Gut, dass der Druck nicht so groß ist, was? Löcher sind überall. Es nervt, wenn man so gefragt ist.
Sherry, sie ist offen. Riecht nach Tod, wie in Edonia.
Legat? Wollen Sie nicht wissen, wie es mir geht? Ich dachte, Supergirl ist unverwundbar.
War's das jetzt? Ich glaube, er ist hin. Ist das... Leon? Sherry? Was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Ich muss es wissen. Hey! Ich regle das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Also gut. Vorsicht!
Gegen dieses Biest gekämpft und leben noch? Beeindruckend. Machst du Witze? Es gibt kaum was Besseres. Sie brauchen ganz dringend Hilfe. Nadja! Wieso stirbt er denn nicht? Zu viert erledigen. Hat er Platz dabei? Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Leider nicht. Trotzdem sollten wir es ihm nicht zu leicht machen. So gut ist, wie du sagst, schafft er es. Okay? Das stimmt. Beeilen wir uns. Ah!
Ko Cheng ist da drüben an der Flussmündung. Na gut, dann los. Es ist wegen Simmons, oder? Es kommt schon alles in Ordnung. Okay? Schieß nicht auf uns, sie helfen uns! Vielleicht wird der Kumpel von der BSAA! Bleibt er das.
Da ist noch ein Boot. Im Wasser war gerade ein Licht oder sowas. Was ist da gerade passiert? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben sie mir das Leben gerettet. Da drüben. Das ist der Treffpunkt. Schlimmste Bootsfahrt seit der Titanic. Ja. Fast. Gut, wir werden uns beeilen. Dein Boss hat dich voll unter Kontrolle, hä? Huh? Noch. Gut, gehen wir. Wenn es stimmt, was Leon über Simmons sagt, müssen sie fliehen. Egal, was passiert. Versprechen Sie's. Versprochen.
Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu Und tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Los, weg hier! Auf keinen Fall. Sie haben's versprochen. War gelogen. Jake! Sherry!